How to Build the Big Bag von Urs Kalitschinski. Let's go, Freunde. Was geht ab? Wir sind zurück, wie man unschwer erkennen kann. Und die treue Community weiß es natürlich auch. Lilaner Hintergrund heißt immer Bunker-Time. Zurück in Deutschland, im kalten Berlin. Aber so muss es sein, hier fühle ich mich wohl. Und heute wird trainiert. Aber warum steht Polako jetzt hier mit offener Anzugshose und Miracle-Hoodie? Ja, Freunde, das dürft ihr euch jetzt fragen. Krass, ich dachte, du bist 2001-Jahre. Nee, Spaß beiseite. Was macht man am Dienstagmorgen vorm Training? Man lässt sich noch kurz vom Schneider vermessen hier. Auf jeden Fall. Ehre. Was gibt's denn da einen schönen Anzug? Ein Mann am Start. Unter anderem hat er Mr. Performer Suits, wie ich ihn nenne, auch meinen Anzug für den Olympia da gemacht. Und jetzt kommt der Sommer. Das heißt, der Anzug wird abgelegt. Ja, die VW-Busse T4, die sind ganz gut. Ist viel Platz auf jeden Fall. Kann man gut mit verreisen. Und jetzt kommt was bisschen entspannter. Mein Vater hatte mal einen T2, den alten. Oldtimer. Spannteres. Deswegen ist Sascha am Start. Danke dir für den Besuch auf jeden Fall. Danke sehr. Was dabei rauskommt, das werdet ihr dann in Zukunft noch sehen. Und ja, dementsprechend, so sieht's jetzt aus. Jetzt ziehe ich mich aber hier wieder aus dem feinen Seidenstoff aus. Ich habe jetzt ganz viele Isoclear-Sorten durch und ich schwöre es euch, Fresh Cherry mit Eiswürfeln ist einfach beste Sorte. Beste Sorte. Scooby Dude, danke dir, mein Lieber, fürs Abo seit 4 Monaten. Ab in die Sporthose und dann wird der Laden auseinandergenommen. Ja. Mit von der Partie, Sponsored Athlete. Nee, Spaß beiseite. Hä? Ja, offiziell. Offizielle Cola Orange ist eine gute Abwechslung, aber feiere ich nicht so, wie beispielsweise das. Athletin jetzt hier. Für mich einfach immer noch Alice am Start. Alice macht Legs. Da ich aber nicht mehr Legs will, sondern mehr Rücken, mache ich Legs. mache ich Back. So sieht's aus. Und jetzt gibt's erstmal Pre-Workout, denn den brauche ich heute. Und dann starten wir los auf jeden Fall. Alice hat auch hier erst. Top 3 Isoclear. Auf jeden Fall Cherry, Lemon Slush und boah, ich habe leider nur 4 Sorten probiert, Digga. Ich habe Cherry probiert, Lemon Slush, Waldmeister, Cola Orange, nee, und noch Mango Pfirsich, das war auch nicht meins. Bis jetzt Cherry und Lemon Slush für mich beste. Das ist das Ihr Erster? Aber ich mache morgen meine Monatsbestellung, da teste ich mich noch weiter durch. Falls ihr irgendwelche guten Tipps habt mit Kohlensäure noch nie probiert. Peach Eistee, ja, das sagen viele. Ah, Green Tea Honey habe ich beim Thunfisch probiert. Das schmeckt auch sehr geil, hatte ich nicht gedacht. Und Whey auf jeden Fall Cinnamon Cereal. Das ist einfach Klassiker. Das schmeckt unfassbar geil. Selbst mit Wasser, im Porridge, im Rice Pudding, überall, das schmeckt brutal. Das Paket bekommen. Hier können wir mal klatschen auf jeden Fall. Hat sie sich hier bei More den Booster gegönnt. Aber das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es den Vajo V-Stack, wisst ihr Bescheid. Normalerweise enthält mein V-Stack 3 Produkte. Zum einen Meta X für Fokus und Stoffwechselrateerhöhung. Dann Nitro X für den Pump natürlich und normalerweise noch den. Ich denke mal, wenn du es mit Milch trinkst, kann es zu süß sein. Ja, ich trinke alles mit Wasser, dann geht das. Tropic für bessere Mind-Muscle-Connection und ist jetzt nicht so wichtig in der Konstellation, da wir es hier früh am Tag haben und der Meta X da auch seinen Job macht, was den Fokus angeht, aber wer dann abends trainieren geht nach der Ski. Muss safe mal nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, Bunker abchecken. Oder so und dann abends noch, also spät abends da noch vernünftig pennen will, dem kann ich den Nootropic auf jeden Fall ins Herz legen. Da ist kein Koffein drin, aber andere Wirkstoffe, die den Fokus verbessern. Das alles gibt es auf jeden Fall bei esn.com mit Code Polako, wisst ihr Bescheid. Maximaler Support und wöchentliche Aktionen auf jeden Fall im Start. Was gibt es bei dir? Bei mir gibt es Every Workout im Geschmack Gummibärchen. Geil. Das hört sich interessant an, Gummibärchen-Geschmack. Ich auch. Ich feier's. Aber ich mixe sehr ein bisschen. Einfach Alicia Booster Shepherd hier. Ich glaube, Gummibärchen schmeckt schon geil, aber muss nicht schmecken, muss funktionieren. Hat mal eine deutsche Bodybuilding-Legende gesagt. Auch für Mädchen. Ja.
Mädchenbooster. Das ist für Mädchen. Geil. Das ist für eine Mädchenmarke. Junge, wie gut drauf ist er wieder, ne, der Urs. So mental, ganz anders. Richtig happy, macht mal wieder einen lustigen Spruch. Das war während der Prep ja ganz anders. Und Alicia sind alle Fingernägel abgebrochen, bis auf den am kleinen Zeigefinger. Stößchen. Und das macht wach. Hat auch mein Friseur manchmal am Zeigefinger irgendwie lange Nagel, keine Ahnung warum. Es wirkt, Freunde, es wirkt. Wie ihr seht, ich bin wieder mehr im Saft. Im Vergleich zu den anderen Videos ist die Lebensfreude, die Lebensenergie und die gute Laune, vor allem Alice gegenüber, wieder da. Kleiner Zeigefinger, du weißt, was ich meine. Ja, ich habe mich versprochen, kleiner Zeigefinger. Die letzten 8 Monate nicht präsent war. Aber da haben wir gut durchgeboxt, oder? Und jetzt... Wir sind ja noch zusammen. Ja. Das wisst ihr, Freunde. Das sind die Polacco Cheat Codes. Ich verrate ich euch in den nächsten Videos. Das sind sie wieder hier. Einmal im Monat lassen sie sich blicken, aber trotzdem dicken Ärmel, so muss ich sagen. Das kommt natürlich alles von den Vario-Produkten. Gut davon. Schnell. Und das schöne Gesicht. Ja. Okay. Nee, aber ist schon wieder schön, zurück in Deutschland zu sein. Mich mal wieder mit Lebensfreude zu sehen, gell? Nein, ich war nicht bei der GmbF. Ja, das ist was. Ja, ich wollte gerade sagen, das war gerade dein Gesicht strahlt so heute mal wieder. Ja. Die letzten Wochen. So. Oh, es geht. Kurz vorm Flug. Ja, so fertig, stimmt. Aus. Zughilfen müssen auf jeden Fall am Start sein. Erster Tipp auf jeden Fall für dicken Rücken. Und zweiter Tipp hier. Meine Lehrerin wäre stolz gewesen. Es wird wieder mitgeschrieben, Freunde. Alles fein und säuberlich notiert. Nicht so wie damals in EA. Die Secrets darfst du hier nicht filmen. Nee, Schuss. Nicht so wie früher. Da wurde nie was mitgeschrieben, aber fein. Guten Abend an alle Neuzuschauer hier. Und säuberlich, um maximale Progression rauszuholen, schreibe ich immer auf, wie die Gewichte sind. Versuche die nicht unbedingt wöchentlich zu steigern, aber... Pack das Heft weg, bevor der Kalbach das sieht. Aber auf jeden Fall auf die Zeit gesehen, mich zu verbessern. Kleine Dinge im Leben, die einen krassen Unterschied machen können. Damit Seitheben habe ich mit Kubik gemacht, unfassbar geil. Wie zum Beispiel hier die Schlaufen. Damit könnt ihr richtig gute Überzüge machen. Ich stelle mich hier so ein bisschen schräg hin und ziehe dann hier unten rein. Kriegt ihr auf jeden Fall ein Todesgefühl rein in den Latt. Und jetzt hier machen wir ein paar Aufwärmsätze mehr. Kurz zu meinem aktuellen Trainingsverlauf. Interessiert ja auch immer viele. Ich trainiere zurzeit immer noch 2-mal am Tag. Sprich, morgens eine Muskelpartie, abends dann. Und mein Cardio habe ich nüchtern immer noch auf 30 Minuten. 6-7-mal die Woche. Viele Sätze, beim Rücken auch viele Wiederholungen und so. Seht ihr heute alles und war damit eigentlich ganz gut. Trainingspause brauche ich Zeit öfters ein, da Coach gesagt hat, nach dem Wettkampf muss ich mich auch gut erholen. Einfach mal schön ins Training zu gehen, nicht immer so einen Todesleistungsdruck zu haben, das feiere ich gerade am allermeisten. Wenn ihr in der Vorbereitung seid, habt ihr das Ziel vor Augen, ackert halt schon ohne Ende drauf hin. Aber jetzt mal so, klar ist das Ziel immer noch da, aber mal zu sagen, okay, bisschen entspannter ins Training reinstarten. Tut ganz gut für die Birne auch. Schreiben wir auf, fein säuberlich. Grüße an Frau Kaub. Immer ein bisschen Pause. Ich sehe oft, Leute machen die rechte Seite, Bolzen voll weg, 20 Wiederholungen. Dann atmen die 3-mal und machen die linke Seite und dann gehen halt nur noch 8 oder so. Ja, das geht voll auf die Puste. Vor allem, wenn ihr Kurzhantel rudern macht zum Beispiel, pausiert da immer ein bisschen länger. Und dann machst du das mal 2 Jahre. Thunfisch sieht von der Physik Urs ähnlich. Digga, was erzählst du denn da bitte? Was ist das denn für, das ist der größte Schwachsinn, Yunus, den ich heute gehört oder gelesen habe, Alter. Hast du rechts so ein Latt und links geht halt gar nichts. Deswegen, um da auch Disbalancen. Hat auch 2 Arme und 2 Beine, ja. Vorzubeugen, einfach ein bisschen durchatmen. Oh.
Die ersten zwei eher schwerer. Junge, ihr habt den gefickt in den Kommentaren. Und dann den letzten Satz eher ein bisschen leichter, beziehungsweise mehr Wiederholung. Manchmal beult sich dann auch noch so eine Intensitätstechnik im letzten Satz rein. Klassische Kaliczynski-Dropsets, wisst ihr Bescheid. Kaliczynski-Dropsets. Die prügeln auf jeden Fall ins System. Aber don't try this at home. Ich habe es in Insta schon gesagt, weil zahlreiche Boys mir geschrieben haben, Jung, ich will auch zweimal am Tag trainieren. Schick mal Plan. Und es könnte auch... Schick mal Plan, Brudi. Ich hasse diese Nachrichten. Auf jeden Fall, wenn ihr normal arbeitstätig seid, oder? Das ist so, wie als wenn du zum Friseur gehst und sagst, Bruder, wir kennen uns doch. Heute gratis Haarschnitt. Zur Schule geht oder so. Nicht wirklich umsetzen, weil ich muss auf jeden Fall mittags oder zwischendurch immer noch extra pennen, dass ich da auf jeden Fall genug Regeneration habe. Ich bin so viel stärker. Ich habe guckt da gerade nach, hab 9 Wiederholungen gemacht. Das war bevor ich nach Ohio geflogen bin. Sprich in der letzten Diätwoche. Unfassbar. Aber ja, mittlerweile bin ich auch jetzt wieder gute 7 Kilo über Stage Weight. Was für mich eigentlich nichts ist, weil normalerweise habe ich mir nach dem Wettkampf so dreckig reingeladen, dass ich 2 Tage später schon... Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier Crank Pump Pro kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Athlete Stack. Also Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Der zieht sich gleich aus, bin mal gespannt. 10 Kilo mehr hatte, aber auch da wird man reifer und schlauer. Dementsprechend habe ich nicht komplett reingeschissen und ja, fühle mich dementsprechend sehr gut jetzt auch. Nicht übelste Wassereinlagerung und sonst das. Und ja, so 7 Kilo jetzt in 3 Wochen. Das ist völlig legitim. 7 Kilo in 2-3 Wochen, das ist top. Auch nicht so ungesund dann fürs Herz, wie so ein Rebound, den ich mal hatte, ne? Wo ich mir da einen reingefressen habe, Digga, 15 bis 20 Kilo in kürzester Zeit, das ist richtig schädlich, Freunde. Also nach einer Wettkampfdiät oder nach einer harten Diät bitte nicht komplett durchcheaten, das ist Schwachsinn. Benny, 81101, danke fürs Prime-Abo. Denkst du, Emi holt die Arnold Classic South America? Wäre natürlich geisteskrank. Er hat, glaube ich, letztes Jahr den 5. gemacht bei der Arnold Classic Brasil. Ja, 5. Platz war es, glaube ich. Ich hoffe doch auf eine Top-3-Platzierung, das wäre richtig geil. 2,5 bis 3 Wochen, die sind ganz gut. Weil die Olympia Prep geht bald schon wieder los. Wir haben nicht so viel Zeit. Und ja, wäre jetzt unnötig wieder auf irgendwie 125. Ich würde als Netty nicht 2-mal am Tag trainieren, nein. Das schnellste war bei mir nach einem Tag von 93 auf 99. Wobei ich natürlich auch geladen habe, also ich habe mich mit 93 eingewogen, dann fing das Laden an, Wettkampf und dann 99, das ging aber noch, das ist okay, weil ich denke mal, ich stand auf der Bühne auch mit 95, 96, aber 2017 war das, da war ich mit Onkel Mirek, haben wir uns vollgefressen beim Bankett, das war nach der deutschen Meisterschaft DBV, am Morgen danach haben wir fett gefrühstückt im Hotel. Ich glaube, ich habe 6 Brötchen gegessen, davon 3 mit Nutella und keine Ahnung was. Dann Losteria und dann durchgecheatet. Und da habe ich 20 Kilo zugenommen. Ich glaube, 10 bis 14 Tagen irgendwie so. Das war, Digga, schlimm sah ich da aus. Mir ging es auch echt nicht gut. 20 Kilo hochzugehen, weil das muss alles wieder runter. Und jetzt muss eine gute Verbesserung hin und dann wird das eigentlich ganz gut werden. Ich sag's euch, mir sind auch schon Sachen passiert im Studio. Real Talk, wer sich noch nicht eingeschissen hat beim Kniebeugen machen, der hat noch nie gebeugt. Ach komm, bitte. Nee, aber... Ein Furz kommt mal raus, aber ein Scheiß muss nicht sein. Du bist der Gym-Fail schon. Beim ersten Studio, weiß ich noch, mit 15. Klassisch die Hantelbank. Ja, Sven, da ging auch nach dem Wettkampf mal abends einfach so ein Nutella-Brot. So ein ganzes Toastbrot mit Nutella und Erdnussbutter flöten. Auf entspannt. Weggedrückt bis zum geht nicht mehr. Kam ich eines Tages ins Studio, war die halt so belegt, dass auf der einen Seite voll viel Gewicht war
auf der anderen weniger. Also ich ziehe natürlich von der Seite, wo weniger wichtig ist, die 20er runter. Das Ding haut es komplett um die Ohren. Das halbe Studio steht da, guckt mich an. Ich übel lost, aber ja, ich glaube, das macht jeder mal mit. Schreibt mal euren krassesten Gym-Fan. Das ist ein Video seit langer Zeit, was nicht so ernst ist, ne? Okay, die Videos auch aus den Staaten waren jetzt auch nicht so ernst, aber so, das ist schon so ein bisschen lockerer. Ich coach beide, Netties und Unterstützathleten. Das spielt für mich keine Rolle. In die Comments, dann habe ich da auf jeden Fall mal was zu lachen. Der Latte. Da zwingt der Kameramann mich in den nächsten Satz rein, so gefällt mir das. Ich habe gar nichts gesagt, Cam wird gezückt. Und wir reden gerade drüber hier off Cam, so über Olympia und über das Training generell. Und da hat er ja die Motivation, Flamme ist in ihm hochgekommen. Ich sag, Junge, ich push dich jetzt, dann gewinnen wir den Scheiß. Genau das ist richtig. Deswegen machen wir jetzt auch einen Dropsatz, sprich. Urs ist gerade eh komplett rasiert, weil er ja kurz vor 2-3 Wochen seinen Wettkampf hatte. Wir gehen rein, Bolt. Aber ich glaube, der ist auch nicht so stark behaart. Der ist, glaube ich, so ein heller Typ wie ich. Wir so viel weg, wie es geht. Eine Platte runter. Wir so viel weg, wie es geht. Noch eine Platte runter. Dann sollten wir völlig durch sein. Auf der Bühne unrasiert, ich bitte dich. Jetzt haben wir gerudert. Aber krass, wie heftig sich schon seine Optik verändert hat, ne? Bei Urs. Man sieht die 7 Kilo extremst, Digga. Extrem, der wahre Miracle Bear, ja, du sagst es, Gorilla. Mashallah, mein Bruder. Mashallah, grüß dich. Flacher Rücken, danke fürs Prime-Abo. Ja, ich weiß, Digga, ich komme zu gar nichts. Es tut mir auch leid. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal nachkochen. Was machen wir als nächstes? Der Bruder nochmal, der die Ohio-Videos geschaut hat. Der kennt die. Grüße an Coach Stefan. Jetzt kommt seine Spezial-Raw-Variante. Die ist richtig nice. Die geht genau unten in den Lattansatz rein. Und wer die zur Verfügung hat, der. Die gucken wir uns noch an jetzt. Soll ich die auf jeden Fall machen, um einen brutalen Rücken aufzubauen. Rein zum Reinkommen. Was ich jetzt in 10 Jahren gelernt habe beim Rückentraining. Scheißt auf euer Ego. Es ist scheißegal. Nicht scheißegal, aber es ist in erster Linie wichtig, den Rücken zu treffen, bevor ihr alles aus dem Arm zieht oder so. Seht voll oft auch Leute mit so einer Keule und Zero Back, weil die beim Rückentraining einfach nicht richtig ansteuern. Ja, das habe ich auch so lange falsch gemacht. Ich habe erst als ich bei Kienzel im Coaching war, so richtig gelernt, den Rücken zu treffen. Vorher, ich habe den nicht gespürt, weil ich einfach sinnlos geballert habe. Das war mies, normalerweise. Kein, auch kein Pump gehabt, kein Muskelgefühl, nichts, habe ich ja schon voll oft gesagt im Stream. Ne? Also, ja, wir schreiben ab und an mal mit Urs. Ich kenne ihn schon länger, schon vor seiner Profizeit. Trainiere ich in den Tanktop. Aber nackte Haut zieht sich schon. Nee, Stefan. Der verschreibt kein Dianabol. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich rutsche hier vom Schweiß immer ein bisschen ab. Aber ja. In der Fitnesskette müsstest du jetzt eine Handwurst unternehmen. Das gibt's hier im Bunga nicht. Jetzt machen wir die Low Row als nächstes. Hier mache ich es ein bisschen anders. Dann nehmen wir das Pad. Ich wollte das hier so bewegen. Und legt mich dann so rein. Nimmt ihr einfach mehr vom unteren Rücken raus und den Bizeps auch und könnt sozusagen mit abgespreizten Armen mehr oben im Trapez-Rhomboideenbereich, also oberer Rücken, reinziehen. Dann jetzt haben wir, wenn wir überlegen, wir haben hier Lat,
Überzüge gemacht, Blut reinbekommen. Wir haben schwer hier gerudert, auch eher für den Lattanteil, den unteren Lattanteil. Dann die Ruderübung für speziell den unteren Latt, also eher den unteren Lattanteil. Und jetzt hier oberer Rücken und so müsst ihr mal überlegen, was. Stefan dosiert nicht vorsichtig, benutzt aber, denke ich mal, kein Dianabol. Ich kenne auch aktuell niemanden, der überhaupt noch Dianabol irgendwie, wo das zum Einsatz kommt. Ich persönlich kenne nicht mal jemanden. Muss man alles abdecken, um ein gutes Training zu haben. Hier auch ganz gerne einen schwereren bis 10 Wiederholungen und jetzt die 2 mit leichterem Gewicht, mehr Wiederholung. Filmt er hier wieder schon die Angst, Junge. Ah, jetzt kommt wieder die Fülle raus, die Qualität, Alter. Im McFit findest du sicherlich, ja, bestimmt. Ich glaub's ja nicht, ne. Das ist schon gut auch mit Trainingsbuch. Ich habe zwar eine Zeit in der Vorbereitung ohne gemacht, aber ja, wenn du schon, man trackt immer alles in diesem Sport. Die Ernährung, zählt man Kalorien, man zählt die Stunden, die man schläft, man, keine Ahnung, zählt das Cardio, was man macht, mit welcher Herzfrequenz. Und dann trainieren die Leute einfach so drauf los. Das finde ich dann immer ein bisschen fraglich. Also gewisse Phasen einzubauen mit intuitivem Training finde ich geil. Aber sonst, ja, macht schon noch Sinn. Jetzt habe ich es ausprobiert. Bin ich auch seiner Meinung, wobei ich schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr mein Training getrackt habe, weil irgendwann mir ging das einfach auf den Keks, obwohl es voll effektiv ist. Aber ich trainiere jetzt seit fast einem Jahr wieder einfach intuitiv. Es macht einfach Spaß. So, Friends, wenn ihr Bock auf das gesamte Video habt, unbedingt Urs abchecken. Die hat 213.000 Abos schon in so kurzer Zeit. Urs einfach Superstar geworden. Aber gönne ich ihm vom Herzen. Sehr, sehr fein, sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.